Es ist ein sperriger Begriff, die USR-3. Entsprechend komplex ist die Vorlage. Der Hintergrund: Die Schweiz gewährte bisher bestimmten Firmen steuerliche Privilegien. Diese muss sie nun abschaffen, auf internationalen Druck hin. Im Gegenzug soll es neue Steuervorteile geben. So wären Einnahmen aus Patenten in Zukunft praktisch steuerbefreit. Forschungskosten können abgezogen werden und auf einem Teil des Eigenkapitals ist ein Zinsabzug möglich. Zudem planen die Kantone, die allgemeinen Gewinnsteuern zu senken. Diese Maßnahmen führen aber zu Steuerausfällen bei den Kantonen. Um diese abzufedern, soll der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer ausgebaut und eine höhere Dividendenbesteuerung ermöglicht werden. Die Vorlage spaltet die Politik. Umstritten, ob es Steuerprivilegien braucht, um Firmen in der Schweiz zu halten. Wenn ein Kanton oder wenn auch der Bund gar nichts machen und jetzt einfach für viele Firmen, die heute von diesen Steuerstatus profitieren, die Steuern dramatisch würden steigen, dann müssen wir wirklich mit Wegzügen rechnen, ohne dass man neue Firmen gewinnen könnte. Und das würde zu noch sehr viel höheren Steuerausfällen führen. Das ist einfach die Angstmacherei, die wir bei jeder Vorlage hören. Tatsache ist, dass die Schweiz ein hervorragender Standort ist. Noch umstrittener ist bei der USR3 eine andere Frage, die der Steuerausfälle. Der Bund rechnet mit 1,1 Milliarden Franken. Hinzu kämen Mindereinnahmen der Kantone. Blick zurück ins Jahr 2008. Unter Finanzminister Hans-Rudolf Merz wird über die Unternehmenssteuerreform 2 abgestimmt. Im Abstimmungsbüchlein stand wortwörtlich: Kurzfristig hat der Bund mit geringeren Steuereinnahmen zu rechnen, ungefähr 56 Millionen Franken. Doch 2011 muss Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf vor dem Parlament einräumen, die Ausfälle sind massiv höher, und zwar 4 bis 6 Milliarden in 10 Jahren. Gegner und Befürworter sind sich denn auch heute gar nicht einig, wie viel die neue Reform kosten würde, respektive wie viel Geld der Schweiz durch sie entginge. Es begünstigt auf der einen Seite wenige, vor allem Grossunternehmungen und Aktionärinnen und Aktionäre. Auf der anderen Seite gibt es grosse Steuerausfälle, wie gesagt, von mindestens 3 Milliarden Franken für Bund, Kanton und Gemeinden. Das muss jemand zahlen, entweder mit einem Leistungsabbau oder höheren Steuern. Betroffen sind Mittelschichten, ist das Gewerbe, sind Leute mit kleinen und mittleren Einkommen. Hand aufs Herz, private Steuern steigen nicht an wegen dieser Steuerreform. Nein, es gibt keinen direkten Zusammenhang und ich kann Ihnen versprechen, dass ich mich persönlich dort, wo ich es machen kann, nämlich im Kanton Zürich, wird persönlich dagegen einsetzen, dass es so eine Massnahme würde geben. Die Unternehmenssteuerreform 3, ein hölzerner Begriff, der aber tiefe Grabenkämpfe auslöst. Am 12. Februar entscheidet das Stimmvolk darüber.